Willkommen zurück zum Maskenfest hier im Pokémon Karmesiden DLC. Wir haben immer noch keine Maske leider, aber ich meine, wir haben einen schicken neuen Look, wie ihr sehen könnt. Und hier vorne an diesem Altar ist nichts, nee. Also laut Map sollen wir einfach nur hier hin und ein bisschen Spaß haben. Obwohl es kann sein... Hä? Ich kann pfeifen. Ja, merke ich auch gerade zum allerersten Mal. Das kann... Ah, ne, hier sollen wir hin. Ah, mit ihm sollen wir reden. Kumpel. Das ist unser Kumpel Joe. Halli, hallo, Lucille. Herzlich willkommen beim Odi-Austreibungsspiel. Möchtest du teilnehmen? Klar doch. Hey, Moment mal, du bist doch eines der Kinder aus Paldea, oder? Ach, weißt du was, dann brauchst du für deine Teilnahme auch nichts zu zahlen, ne? Sieh es als ein Willkommensgeschenk an. Versuch ruhig dein Glück. Ich feuer dich an, aus der Ferne. Na sowas, nimmst du etwa am Odi-Austreibungsspiel teil? Ja, warum nicht? Ich habe mich auch gerade dann versucht. War ein Kinderspiel für mich. Mein Punktestand war übrigens 6390. Bin ja mal gespannt, ob du das überbieten kannst. Du schaffst das, Maike. Über 6000? Ah, das geht da locker hin. Ich krieg über 10.000 beim First Try. Ich weiß zwar nicht, was genau man machen muss oder worum es geht, aber easy. Los geht's. Los geht's. Nach dem Backscreen. Nach dem... Ah, jetzt erst. Okay. Okay. Odi-Austreibungsspiel. Das Odi-Austreibungsspiel ist eine traditionelle Veranstaltung in Midoriya. Aufgabe ist es, eine Menge an Bären einzusammeln und dann zu den Bärensockeln zu bringen, um eine hohe Punktzeit zu erzielen. Aha. Also die ganzen Ballonviecher muss ich alle platzen lassen und dann irgendwo hinbringen? Auf dem Spielgelände gibt es Ballonis. Genannte Ballons in vier Farben. In jedem einzelnen befindet sich eine Beere, die du erhältst und den Ballon zum Platz bringst. Okay. In der Basis befinden sich vier unterschiedlich gefärbte Bärensockel. Auf ihnen kannst du durch Drücken des A-Knopfes Bären mit passender Farbe ablegen. Das Spiel ist zu Ende, sobald du die erforderliche Anzahl an Bären auf den Sockel platziert hast. Manchmal erscheinen gefräßige Pokémon an den Bärensockeln und versuchen deine angesammelten Bären zu vernaschen. Ignorierst du diese Pokémon, futtern sie immer weiter. Nähere dich ihnen und drücke die R-Taste, um sie durch Brüllen zu vertreiben. 3, 3, 2, 2. Okay, okay. Ich versuch's mal. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Okay, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Auf zum Ding. Ich weiß nicht, wo das ist. Wo ist es? Oh Gott. Da oben? Wait. Da, wo wir gestartet haben, bestimmt, oder? Hier. Ja, 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 hier ist es. Bam. Hab ich nichts. Okay, nur noch grüne. Pokémon. Schlaraffe sind aufgetaucht. Hey! Das habe ich nicht gehört. Hey! Das bringt dich einfach um so. Verdammt, du hast mich. Okay, das ist ein interessantes Konzept für so ein Minigame. Ich brauche mal grüne, Alter. Hier sind grüne. Aber das sind gefräßige Pokémon bestimmt, oder? Wir müssen schnell zurückrennen. Blapp, 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 blapp. Hier noch welche in einer Reihe. Nein, die fressen! Nein! Hey! Oha. Das war schon? Nein, ich will weiterspielen, das ist cool. Das war Level 1. Level 2. Aber ich habe doch noch welche, oder sind die jetzt weg? Oder kann ich jetzt A-Spam? Ich hab noch welche. Hallo? Spiel? Vorbereitung gelaufen? Versuch mal. Ne, die wurden mir weggenommen. Okay, also nur so viel mitnehmen, wie ich brauche. Okay. Alles klar. Hä, dann sammle ich doch jetzt erstmal direkt so viel, wie ich brauche. Und dann gehe ich dahin. Wie soll ich denn vorher schon dahin gehen? Hab ich dann nur das Risiko mit den Schlaraffeln oder nicht? Oder sehe ich das gerade falsch? Ich weiß es nicht. Okay, wir brauchen noch mal ein paar Grüne. Und dann haben wir alle. Mehr Bären kannst du nicht. Oh, okay. Ich habe zu viel eingesammelt. Okay, aber ich weiß, wo die Grünen sind. Bin ich hier richtig? Oh, oh. Da leuchtet's. Oder bin ich falsch? Leute, ich habe mich verirrt. Da hinten! Der Luftballon zeigt es mir bestimmt an. Ja, der zeigt es mir an. Okay, sehr gut. Okay, komm schnell.
Okay, reicht. Oh, die Zeit rennt mir weg. Pop, 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 pop. Oha. Oha. Okay, okay, grüne, grüne. Da sind sie grüne. Das sind Fische. Die sind noch näher dran. Okay, ich brauche 4 Stück. Raffel und Schiraffe sind aufgetaucht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir haben alles, wir haben alles. Wir können wieder zurück. Wieso sprintest du nicht? Hallo. Okay, Bug. Und durch. Haha, ihr könnt mir nichts. Sind direkt despawned. Level 3. Okay, hoffentlich das letzte Level. Ja, das wirkt auf jeden Fall das letzte Level. Wir müssen sehr viel einsammeln. Okay, ich sammle jetzt wirklich nur das ein, was ich brauche. Damit ich nicht zu viel bei mir habe. Bam, 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 bam. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Nein, verdammt. Die grauen brauche ich noch. Ich sehe keine von denen. Oh Gott. Da hinten sind welche. Oh Gott, so weit weg. Nee, so viel kann ich nicht mehr einsammeln. Leider, weil ich einen Fehler gemacht habe. Sonst hätte ich es natürlich auch im First Try schaffen können, aber dafür habe ich es versaut. Leider. Hä? Achso, ich habe keine. Stimmt. Da war ja was. Hey! Denk nicht mal dran. So, eigentlich können wir direkt wieder zurückrennen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zurück. Ein Schlaraffel auf dem Weg. Oh, es sollen sehr viele gespawnt sein jetzt. Da ist eins. Nein! Stopp! Okay, grün. Und was habe ich noch? Stopp. Und das. Yes, wir haben es geschafft. Das ist ein cooles Minigame. Am Anfang dachte ich, es wird extrem stressig, aber nee. Das geht eigentlich voll fit. Nur die Orientierung hat mich ein bisschen rausgebracht. Süß. Yay! Nice. Ganz viele Moschis bekommen. Und ein paar andere Sachen. Cool. Nettes Minigame. Kann man da noch andere Sachen bekommen? Auf schwer dann irgendwie so Geheimwürze? Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Wenn man auf so richtig schwer so Geheimwürze finden könnte dadurch. Gut gemacht. Mal sehen. Du hast 5000 Punkte erzielt. Dafür bekommst du den Preis. Aber verdammt, ich habe weniger als die andere, ne? Als die Hana. EP-Pin. Ein mysteriöser, elastischer Glücksbringer, durch den Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Also ein EP-Teiler, aber für ein einziges Pokémon, so wie EP-Teiler früher funktioniert hat. Cool. Ich, Hanna, die Königin der Ballonjagd, bleibt auch diesmal ungeschlagen. Am liebsten würde ich dich gleich nochmal übertrumpfen, aber ich habe nicht mehr genug Geld dabei. Ich könnte was ausleihen. Joe, dann musst du sie eben an meiner Stelle nochmal in die Schranken weisen. Was? Ich will aber nicht. Na, hör mal! Du kannst doch nicht einfach deiner Schwester eine Fremde in den Rücken fallen! Hast du doch alle! Ah. Tut mir leid, dass sie so einen Aufstand macht. Ich werde versuchen, sie wieder zu beruhigen. Schaut euch ruhig weiter auf dem Fest um. Ich habe mich schon überall rumgeschaut. Hey, schaut mal da drüben! Hey, warte! Ein neues Pokémon! Ich muss es fangen! Ich muss es finden! Vor allem passt das ja zu unserem Look. Was machst du in mir? Na egal. Hey! Stehen bleiben! Yay! Das ist richtig Spaß. Hi. Na, süßer Kleiner. Na? Darf ich mal deine Maske haben? Pardon? Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starrt dich an. Hey, du hast eine coole Maske. Ja, ein Kind. Bang, bang. Hey, Michael, hör dir das an. Joe ist beim Uni-Austreibungsspiel echt zu nichts zu gebrauchen. Eine absolute Null. Hä? Ah, wer war das denn? Keine Ahnung, aber wenn das wirklich ein Mensch ist, dann darf er oder sie doch gar nicht lang gehen, oder? Hey, stehen bleiben! Darfst du nicht lang? Das Fest gehört da auf.
Hast verstanden? Hey, Maike, lauf dich einfach alleine weg. Hey, du da vorne, das geht auch für dich. Oh nein. Oh mein Gott, wie süß. Sieht ein bisschen aus wie ein Igamaro, oder? Aber natürlich viel, viel besser. Komm runter zu uns! Nachts ist es auf dem Berg zu gefährlich! Oh ja. Jetzt schämt es sich für sein Gesicht, weil es die ganze Zeit die Maske trug. Oh. Armes kleines Vieh. Du hebst eine türkisgrüne Maske auf. Eine türkisgrüne Maske mit dem Gesicht eines Oni. Du hast sie aufgehoben, nachdem jemand sie während des Maskenfests auf einer Treppe verloren hatte. Ich frage mich, wer dieses Kind war und wo kam es her? Hanna, vielleicht war es kein Kind? Was? Wie meinst du das? Glaubst du, dieses Kind, das auf dem Berg verschwunden ist? Oh, könnte es einfach der Oni gewesen sein? Der aus der Geschichte von den Infotafeln? Das heißt, die Legende ist wahr? Na, es hat diese Maske verloren, also muss es wirklich... Maike, Hanna! Was steht denn hier so rum? Der Oni war hier! La 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 la, hier ist gar nichts! Los, das sollst du festgehen! Hä, was? Dann, die habe ich kein Wort verstanden, Hanna! Nichts, sie hatten nichts Wichtiges gesagt, wie immer, alles gut! Oha, wie immer. Aha. Versteh schon, ihr habt euch bestimmt über mich lustig gemacht. Naja, dann gehe ich halt zurück. Was sollte das? Puh, das war knapp! Mann, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein! Was hätte ich dir total verplappert? Joe ist absolut fanat in den Oni, so richtig. Total verrückt nach ihm. Wenn er wüsste, dass wir ihn getroffen haben und er nicht... Ich weiß nicht, da würde er sich bestimmt ausgeschlossen fühlen. Oder meinst du, ich mache mir zu viele Sorgen? Außerdem will ich nicht, dass er dem Oni um diese Uhrzeit noch auf den Berg hinaufläuft. Aber egal, jetzt haben wir uns eh schon fürs Lügen entschieden. Behalte das alles für dich, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Und zeig mir Joe bloß nicht die Maske. Zumindest das Erste. Ich könnte einfach sagen, ich habe sie gekauft. Sieht doch genauso aus wie die anderen Masken, oder nicht? Rede mit Joe. Oh, Fest ist schon vorbei? Diese Animation. Warum sicher ist das erst zum ersten Mal jetzt? Na gut. Also wir können auch nicht im Kreide reiten. Ganz langsam latschen wir zurück. Fest ist vorbei. Wir haben genug rumgealbert. Wir haben den Oni getroffen und sogar gesehen, wie süß der unter der Maske aussieht. Aber, ja. Mehr nicht. Maskenfest ist der Knaller und es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches passiert. Habe ich recht? Ja. Genau. Hey. Hast du genug vom Fest? Ja, Mann, stinkt hier voll. Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Ich bring dich zum Gemeindehaus. Okay. Wie geht's denn jetzt weiter? Das Fest war ja so richtig aufgehypt im Trailer. Am nächsten Tag. Na, seid auch schon alle wach? Habt ihr euch alle erholt? Wir haben ja auch noch das Outfit an. Naja, ist stylisch. Können wir ruhig anbehalten. Warum nicht? Why not? Die haben es auch noch an. Maike, na endlich! Du kreuzt ganz schön spät zu unserem nicht ausgemachten Treffen auf. Egal. Ich habe was mit dir zu besprechen. Es geht um die Sache von gestern. Du hast niemandem davon erzählt, oder? Wovon redest du? Ah, du weißt schon, den wir da getroffen haben, den Onkel vom Berg, Ja, ich hab so getan, als wüsste ich's nicht. Ach, dann nimm's auch nur auf den Arm, ganz schön fies von dir. Hä? Was? Das Ding, das wir an der Treppe aufgesammelt haben, das hast du dabei, oder? Mein Opa kennt sich mit alten Legenden aus, am besten fragen wir ihn um Rat. Du weißt noch, wo ich wohne, stimmt's? Wir treffen uns dort. Weh, du trödelst. Los, zeigen wir Opa das Ding. Ja, dann machen wir das doch direkt. Ohne Umwege. Blom.
Hanas Haus oder generell, wo die ganze Familie wohnt. Außer den Eltern, wie es scheint. Los, zeigen wir das den Opa. Guten Morgen, Maike. Oh, du bist's, Maike. Morgen. Mist, er ist aufgewacht. Sollen wir zur letzten Infotafel aufbrechen? Joe, verzieh dich. Maike und ich haben was zu besprechen. Ohne dich. Was? Aber warum darf ich denn nicht dabei sein? Das ist total unfair. Blöde Kuh. Wie hast du mich genannt? Lass mich in Ruhe. Was sollte das denn? Für das Verhalten war das ganz schön aufsässig. So behandelt man andere nicht, Hannah. Du solltest wirklich was Nettes zu deinem Bruder sein. Aber ich bin doch nett zu ihm. Haben wir doch gerade gesehen. Ich habe ja keine geklatscht oder so. Wie auch immer, es gibt dringendere Dinge zu besprechen. Stimmt, Maike? Zeig meinem Opa, du weißt schon was. Das Handy? Hier, das Handy. Schau mal, cooles Handy. Was soll ich damit? Nein, das ist er nicht! Du wolltest schon die Maske! Ja, okay, hier die Maske. Das kann nicht sein! Die Maske des Oni? Das erkennt man, weil unten Original draufsteht. Ich weiß nicht, warum man das erkennt, aber ja. Wo hast du die? Wir sind ihm begegnet, dem Oni. Auf dem Maskenfest. Wir haben ihn freundlich angesprochen. Da ist er weggerannt, hat dabei die Maske verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass der Oni auch heute noch unser Fest mit seiner Anwesenheit beehrt. Ha? Huh? Wie meinst du das? Ist der Oni nicht der Böse, der das Sofa gegriffen hat? Es ist wohl an der Zeit, es dir zu sagen. Die ganze Geschichte ist in Wahrheit genau andersrum geschehen. Andersrum? Was soll das heißen? Du sollst es auch erfahren, Maike. Immerhin bist du ebenfalls dem Oni, nein, Ogapon begegnet. Ogapon, so ein Oger. Sieht einfach klein und süß aus. Das kann doch kein Oger nennen. Ich werde euch die wahre Geschichte erzählen, wie sie seit Generationen unserer Familie überliefert wird. Ich glaube, Ogapon ist auch so ein Pokémon. In jeder Sprache heißt es genau gleich. Ähnlich wie bei Pikachu. Also es soll halt irgendwie so heißen. Warum auch immer. Ja, dann sag doch direkt die Geschichte. Hast du Zeit dafür? Lass mal kurz auf die Uhr zahlen. So, ja, doch. Passt. Gehen wir noch rein. Los geht's. Okay. Die Geschichte wurde in unserer Familie stets mündlich weitergegeben. Ich selbst habe sie von meinem Vater gehört. Sie erzählt von der Wahrheit und darf auf keinen Fall mit anderen Dorfbewohnern geteilt werden. Ihr dürft sie also unter keinen Umständen weitererzählen. Okay. Nun gut. Vor langer Zeit verirrten sich ein Mann und ein Oni aus einem fremden Land nach Kitakami. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor ihrem Erscheinungsbild, das anders war als ihres. Wie das aussieht. Deshalb verboten sie den beiden Reisenden, sich dem Dorf auch nur ansatzweise zu nähern. Die Zurückweisung der Dorfbewohner schmerzte den Mann und den Oni zutiefst. Doch sie spendeten einander Trost und führten in einer Berghöhle alsbald ein bescheidenes Leben. Oh. Ein einzelner Dorfbewohner empfand jedoch Mitleid mit ihnen, ein Maskenschnitzer. Er fertigte mehrere Masken für den Mann und den Oni an und schenkte sie ihnen. Lol, da oben ist diese eine Fuchsmaske. Die sieht aus wie die eine aus Majora's Mask, oder? Die mächtigen Masken waren mit glitzernden Edelsteinen aus der Heimat des Mannes besetzt. Mit den Masken konnten die zwei ihre Gesichter verbergen und sich unter die Dörfler mischen. Der Mann und der Oni waren überglücklich und dankten dem Maskenschnitzer für seine Güte. Mit von den Masken verdeckten Gesichtern wagten sie sich schließlich auf das Dorffest. Im Nu sprach jeder über die beiden rätselhaften Besucher mit ihren herrlichen Masken. Hä, das sind Shigi links. Von noch rechts irgendein Vogel-Pokémon. Oben kenne ich gerade nicht. Links haben wir einen Hut. Ist das ein Lapras unten links? Ich weiß es gerade nicht. Sieht ein bisschen so aus. Unten rechts könnte ein Curlia sein oder so.
Ehe sie sich's versahen, verbreiteten sich selbst in fernen Landen Gerüchte über sie. Doch Geschichten über solche Kostbarkeiten erwecken oft mehr als bloße Neugierde. Und so kam es, dass bald ein paar habsüchtige Pokémon nach Kitakami aufbrachen. Sie schlichen sich in das Zuhause des Mannes und des Oni ein. Dort versuchten sie, sich der sorgfältig verwahrten Masken zu bemächtigen. Der Mann, der zufällig zugegen war, vermochte eine der Masken zu beschützen. Die übrigen drei Masken Indes wurden trotz all seiner Bemühungen von den Pokémon gestohlen. Einige Stunden später kehrte der Oni zur Höhle, seinem sonst glücklichen Zuhause, zurück. Doch er fand nur die Spuren eines Kampfes sowie die grüne Maske vor. Der Oni setzte die Maske auf und lief hinab ins Dorf, wohl in der Hoffnung, den Mann zu finden. Dort sah er die drei Pokémon, die sich mit den herrlichen Masken brüsteten, und fiel über sie her. Die anwesenden Dorfbewohner wussten nicht, was sich in der Höhle zugetragen hatte. Sie sahen bloß den herumwütenden Oni und verspürten eine unbändige Angst vor ihm. Oh, in ihren Augen schienen die drei Pokémon das Dorf mit ihrem Leben zu beschützen. Aus Dankbarkeit nannten sie die Pokémon die drei Gefährten und betteten sie zur Ruhe. Der Oni zog sich unterdessen verwundet und voll tiefer Trauer in seine nun einsame Höhle zurück. Oh. Die Musik ist schön. Passt ein bisschen zu PMD rein, finde ich. Was zum... Das hat das arme Ogerbräu nicht verdient! Die drei Gefährten sind echt das Allerletzte! Das ist ja das krasse Gegenteil von dem, was erzählt wird! Wir müssen das aufklären! Nicht so schnell! Ich hab dir doch bereits gesagt, dass du es für dich behalten sollst! Ja, aber... Die Leute im Dorf sind von ihrer Version der Geschichte überzeugt! Du weißt doch, wie wichtig ihnen die drei Gefährten sind! Wie würden sie wohl reagieren, wenn jemand plötzlich behaupten würde, dass alles ein Missverständnis gewesen sein soll? Ich schätze mal, sie würden ziemlich wütend werden. Ganz genau. Unser Vorfahr, der Maskenschnitzer, hat damals alles versucht, um den Dorfbewohnern die Augen zu öffnen. Doch seine Worte stießen auf taube Ohren. Schlimmer noch, man bezichtigte ihn der Ketzerei. Boah, mir schwillt ja echt der Kamm. Um seine Nachkommen, also uns, zu beschützen, schloss er, unser Vorfahr, fortan zu schweigen. Stattdessen begann er, die wahre Geschichte als Familiengeheimnis von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Verstehe. Weiß Joe eigentlich von der ganzen Sache? Nee, ich glaube nicht. Von mir hat er die Geschichte zumindest nicht erfahren. Warum fragst du? Einfach so. Im Gegensatz zu allen anderen ist Joe ein riesen Fan von Oni. Manchmal spielt er sich richtig als Experte auf, als wüsste er mehr über Ogerpan als wir alle. Nun ja, der Junge ist recht feinfühlig. Gut gemacht, dass er intuitiv etwas ahnt. Wenn die Zeit reif ist, werde ich auch Joe über die ganze Geschichte aufklären. Als ob der Großvater nicht gecheckt hat, dass er ein Riesenfan ist von Ogerpon. Doch fürs Erste... Also, doch fürs Erste verliert ihr darüber kein Sterbenswörtchen an irgendwen, verstanden? Ja, okay, jetzt kann ich Joe erst recht nicht erzählen. Ach übrigens, wegen der Maske, die du mir vorhin gezeigt hast. Mir ist aufgefallen, dass ein Teil des Edelsteins an der Stirnpartie fehlt. Wenn du sie vorübergehend in meine Obhut gibst, kann ich sie vielleicht reparieren. Oh je, das ist bestimmt passiert, als die Maske die Treppe runtergefallen ist. Wenn wir sie reparieren lassen können, bevor wir sie Ogerpon zurückgeben, sollten wir das tun. Okay. Und keine Sorge, ich gebe gut darauf Acht. Eieiei. Schön durch die Wand glitschen? Nett. Oh. Er hat alles mitbekommen. Es ist bestimmt traurig. Ich kann es kaum erwarten. Wirklich, echt kaum erwarten, Ogerpon wiederzusehen. Aber bis die Maske repariert ist, müssen wir uns wohl übel gedulden. Ich kann nicht glauben, dass ich das freiwillig vorschlage, aber vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit den Orientierungslauf fortführen. So schafft Joe hoffentlich auch weniger Verdacht. Ich könnte wetten, dass Joe gerade irgendwo im Dorf die Zeit totschlägt. Ja, bei uns in der Nähe. Aber gut, er hat ja gesagt, noch eine Infotafel fehlt und dann suchen wir sie direkt mal auf. Triff dich mit Joe. Ja, wo ist er denn?
Okay, irgendwo in der Ecke. Wow. Hopp. Oder hoch? Okay, theoretisch kann man da hoch, aber ich hab's verkackt. Hihi. Good job. Hey, ich überfahre ihn so. Tütüt. Oh, hey, Maike. Sag mal, worüber hast du eigentlich eben mit meiner Schwester gesprochen? Oh, dies und das, ne? Du weißt schon. Schwester Lester, ne? Ah, verstehe. Die Infotafeln, also, die letzte ist ein bisschen weiter weg. Und zwar auf der Paradiesebene, auf der anderen Seite des Oniyama. Das heißt, wir müssen in Richtung Nordwesten vom Berg untersteigen. Dann lass uns aufbrechen. Nordwesten? Warum lügst du mich an? Also zum einen, ich hab dich nicht angelogen, ich hab nur gesagt über dies und das. Und zum anderen, seht ihr das hier eigentlich? Warte, wie mache ich die Kamera an? So, umdrehen. Moment, Moment. Schaut euch das mal an. Was ist das? Sieht aus wie ein Gameboy oder so. Hier gibt es süße Puppen. Und noch mehr und Pokebälle. Cool. Echt cool. Und warum stehst du eigentlich wieder hier mit deinem Partner? Das Orientierungsdings war dein Klacks. Das habe ich ihm nur erledigt. Leg dich auch ins Zeug. Anna scheint wirklich jetzt wirklich mit mir die Lüftetafeln suchen zu wollen. Endlich, ich bin so happy. Okay, ich meine, die verstehen sich gut, immerhin. Na gut, wo sollen wir als nächstes hin? Wir sollen... Oha, zur Paradiesebene. Ganz da oben. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, indem wir... hier den Weg lang gehen. Ne? Ja. Alright, dann tun wir das. Ja, bei ihr gibt es, glaube ich, nichts Neues. Zumindest habe ich ja nicht 150 Pokémon hier im Pokédex gefangen. Ich habe generell den Pokédex noch gar nicht gemacht in diesem Spiel. Könnte ich mal machen. Habe ich aber gerade keinen Bock zu. Aber ja. So. Genau, hier oben ist die Abzweigung. Hier nach links. Und dann den Weg entlang. Gehe ich mal von aus. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber ich ignoriere die Trainer mal. So wichtig sind mir die jetzt. In diesem Spiel zumindest nicht. Dun, dun, dun. Ist das überhaupt richtig? Es müsste eigentlich richtig sein, doch. Doch, man kann hier lang. Ich hoffe, man kann hier hochklettern dann. Was gäbe es denn sonst für einen anderen Weg? Na, hier durchklettern überall, aber das wäre bestimmt anstrengend. Nee, du, das können wir mal lassen. Ah, Winshu heißt das Ding, glaube ich, oder? Hieß das nicht so? Irgendwie so eine Art. Vollentwicklung. Mhm. Sehr viel Traster. Auf jeden Fall. Dafür, dass Traster eigentlich relativ seltener sein sollte, ja. Ist es das hier nicht? Und hier ist übrigens auch ein Eingang. Kennis Jorklef. Hier ist übrigens auch ein Eingang oben zu dem Berg. Da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann hin müssen. Muss man nicht so blöd rumklettern. Kann man sich auch leichter machen. Paradiesebene voraus. Ich hoffe, wir sehen aber bald noch neue Pokémon, weil bisher haben wir noch gar nichts gesehen. Also Ogerpon, klar, aber auch nicht wirklich viel. Ich würde ja eigentlich gerne mal... von den anderen neuen Pokémon, wie Mordshot zum Beispiel. Mordshot haben wir noch gar nicht gesehen. Also fangbar im Wilden. Das wäre doch mal was. Was die uns zeigen könnten, oder nicht? Hilfe, überall ganz kleine Bienen. Da will ich nicht reinlaufen. Los, nicht in die kleinen winzigen Pokémon reinlaufen. Babadabam! So viel Spaß. Ja, wenn ihr auch so viel Spaß hattet heute, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like da. Warum laggt das hier so? Junge, was ist das? Ich dachte, die haben das gepatcht irgendwann. Wirklich so, Game Freak? Gebt euch noch mehr Mühe, es zu patchen. Alter.
Seht ihr das, wie das hier laggt? Das ist nicht die Aufnahme, das ist wirklich einfach das Spiel. Katapult. Okay. Jetzt scheint es sich wieder zu regen langsam. Nassknet! Ey, lang nicht mehr gesehen! Oha! Krass! Krass, krass, krass. Die Investitionen gehen weiter. Ja. Na gut. So eine TM. Oh, Donnerschlag ist ganz gut eigentlich. Ach, und hier ist es schon. Ich dachte, das wäre in der Höhe. Nee, das ist in der Tiefe. Das ist alles Schlamm, glaube ich. Na gut. Dann schauen wir uns die Ebene beim nächsten Mal genauer an. Finden die letzte Infotafel. Und vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, ist dann die Maske repariert und wir können Ogapon nochmal sehen. Eisieb ist auch natürlich sehr gut. Alter, irgendwie habe ich jetzt Bock, Nassknet zu shiny hunten. Was meint ihr, Leute?